Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind hier im Hafen. Ich habe schon ein bisschen Schaden gemacht wegen dem Thumbnail. Und scheinbar sind Kisten dabei kaputt gegangen. Hui. So, mit unserem wirklich tollen Hexenmeisterin gehen wir ziemlich schnell durch den Hafen. Ich muss jetzt auch nochmals kurz ein bisschen wissen, wie ich am besten das mache. Natürlich immer rechts, links, 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 reicht auch aus. Okay, sehr gut. Wie die Steuerung am besten in den Leaf geht. Und ja, der Beet wird natürlich auch immer wie stärker. Sollte eigentlich nicht Probleme machen. Also jetzt gerade im Moment habe ich so das Gefühl, ich tue weniger schnell als meinen heilende Hände schon Paladin machen, Gegner besiegen, aber das war, also wo ich heilende Hände benutzen konnte, ich glaube auf Level 16 ist es, war es heftigst stark. Und ja, der Tempel da von Etera, der war unglaublich leicht. Der Boss war aber irgendwie stärker. Der Boss haben sie stärker gemacht. Vom Imperators letzte Lebenszeichen oder so irgendwas stand. Habe ich gar nie gewusst, dass das wirklich der Imperator sein würde. Die Hülle, glaube ich, von ihm oder so. Ist denn der auch noch zeitgereist? Weil vielleicht ist er erst nachher entstanden oder wurde dann schon zweigeteilt, oder? Die Hülle und ja, die Knochen. Genau. Kenne ich mich natürlich mit der Geschichte nicht aus. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da rauskommt. Jetzt auch mal nachgeschlagen habt oder so euch informiert habt. Jo. Und jetzt gibt es den Boss, aber wir können jetzt noch kurz das Case leveln. Fangen wir hier an. Wir wollten ja unbedingt, genau hier oben, mehr Geister. Das ist viel zu wichtig. So, und wir haben jetzt Blutorbs. Die werden jetzt einfach gecastet, sind aber noch nicht gelevelt. Und hier haben wir genau Dauertötungsmal. Rüstungsschritt. Wichtig. Okay. Müssen wir ihn auch einsetzen, den Fluch. Den anderen Fluch. So, wir haben gesagt 5, 5, 5, 5, 3, 3, irgendwie so. Sonst kann ich da easy nachschlagen. Also lassen wir das ganz links unten. Auf 5 von 8. Sehr gut. Ja, ich nehme um 23.41 Uhr auf, damit ich überhaupt noch ein Video habe. Ich kann jetzt momentan, weil ich sehr viel Sport mache, natürlich nicht jeden Tag ein Part bringen. Aber dafür manchmal auch Livestreams, fast jeden Tag, oder? Jetzt heute hat es leider auch nicht geklappt, weil der FC Basel gespielt hat im Schweizer Cup. Und leider im Penalty-Schießen dann wieder rausgeflogen ist jetzt. Also sie haben nicht gut genug gespielt für uns schweren Gegner, der diese Season sehr gut spielt. Diese Liga. Oder ja, Köpfe. Jo. Und ja, das ist einfach, weil der FC Basel sehr viel Wechsel im Sommer gehabt hat. Und deshalb jetzt extremst geschwächt sind. Jo. Und die neuen Spiele auch noch nicht eingeschlagen sind. Sobald ich spiele, werde ich natürlich ganz viel spielen. Ganz viel Tore schießen natürlich. Aber scheinbar ist ja, das geht. Viel zu wichtig oder dass sie nicht mehr Leistung auf den Platz bringen. Nur noch faul auf dem Platz herumstehen. Naja. Ist wie bei Bayern München momentan. Wie zu arrogante Fußballspielen. Die müssen keine Leistung mehr bringen, die müssen nicht mehr ackern. So wie ich im Let's Play von Last Epoch. Ich will immer so gut wie möglich spielen, aber werde fast manchmal auch erschlagen vom Schwierigkeitsgrad. So gehen wir direkt in die Höhle rein. Der Drache kann noch warten. Jo, das ist eines der besseren Dungeons. Also, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Dungeon kommt, der nicht richtig Endgame ist, oder? Also in der Kampagne ist. Also eine Höhle oder so. Aber ich finde irgendwie diesen Dungeon, weil er auch so früh kommt, irgendwie sehr spektakulär. Also nicht wegen den Monstern, aber so wegen dem Aussehen und so. Ziemlich geil mit diesen
Jo, Void pflanzen. Schnelle Gegner. Und ja, wie schnell eigentlich Gegner sterben, genauso ungefähr schnell jetzt wie Healing Hands Paladin. Der ist übrigens Nahkampf und da hat Healing Hands noch eine größere Reichweite in einer Kegel. Also ziemlich geil zu spielen. Unbedingt mal nachschauen nach einem Guide. Nahkampf Healing Hands. Weil Rife auch schon sehr gut ist und später dann Void Cleave. Das ist ziemlich geil. Rife ist irgendwas wie Stoß. Oder nein. Ich glaube Stoß heißt es auf Deutsch. Und Void Cleave ist leeren Schlag, glaube ich. Und die zwei Skills sind halt gut in Kombination mit Magie oder so sehr stark. Ich denke Void Cleave, also Void Schlag auch. Ohne Magie. Ziemlich starker Skill, nur hat er Abklingzeit und das macht es manchmal doch ein bisschen schwierig immer abzupassen. Also wenn ich ein Hack and Slay spiele, ich benutze eigentlich so gut wie keine Abklingzeiten bei aktiven Skills. Das aktive Skill muss einfach zu lange warten. Brauchst du unbedingt Abklingzeiten auf den Items. Ist ein bisschen schwer zu spielen. Wenn es dort ist, eventuell mal, aber es macht einfach keinen Spaß. Weil die Abklingzeiten doch ein bisschen zu hoch sind, wenn ich flüssig spielen oder so zu machen. Ist leider so. Kann man nichts machen. Aber es hat eine Entscheidung von den Entwicklern. Sie wollen ja auch nicht zu OP diese Skills machen. Und ja, sie sind zu wenig OP, um jetzt zu sagen, okay, wir spielen ein Skill mit Abklingzeiten. Was gibt es so? Es gibt zum Beispiel Hungering Souls. Ihr seht, wir haben diesen Void Cleave, wo ich nie spiele. Hungering Souls tue ich auch nicht gerade so gerne spielen. Und es gibt halt diese Sorcerer's Case, oder? Zum Beispiel Vulkanic Orb, vulkanische Kugel. Bin ich einfach kein Fan, weil ich schon kein Frostschwert. Ich habe diesen Diablo 2 echt kaum gespielt, Frostschwert. Fan war. Und deshalb, ich bin einfach kein Abklingzeit. Okay. Bei Buffs ist klar, ab und zu casten. Bei den Bosskämpfen schauen, dass man das immer offen oben lässt, oder? Das geht, Buffs erwirken. Und ja, das ist halt random. Aber am liebsten habe ich wirklich Bogenschützen-Builds oder Javelin-Builds. Ich bin jetzt auch schon die ganze Zeit wieder mit diesem Javelin-Skill, dem Wurfspeer-Skill vom Wächter unterwegs. Und er macht schon sehr viel Schaden in der Tiefe. Zwar die Aura an, weil ich Blitze verschieße, aber ja, bei diesem Paladin-Beet, da ist zu viel Mana immer. Voll toxischer Rift, voll toxische Kluft, glaube ich. Ist Kluft wirklich die offizielle Übersetzung? Da. Spalt, genau, Spalt. Wo ist voll toxische Kluft? Ist in einem anderen Game. Könnte Passive Exile sein oder so. Irgendwo gibt es voll toxische Kluft. Und voll toxic. Kotonisch heißt der. Wo ist denn Ktonisch? Voll toxic. Ah, wahrscheinlich ein Passive Exile. Okay, genau, hab's ein bisschen behässelt. Ja, easy. Ich hab's ja auch zum zweiten Mal gelesen. So schnell kann ich mir nicht Dinge merken. Also ich sollte einmal casten. Ich könnte es eigentlich aussetzen. Ich mach das jetzt, weil ich tue ja lieber mit rechter Maustaste spielen als mit den ABISD einer QBERP Tasten. Nein, nur ist dann wesentlich schwer zu erklären. So. Was kommt denn rein? Es macht sehr viel Spaß. Ich lieb's.
Erotischer Widerstand, das kann ich später brauchen. Ja. Das kostet ein bisschen Mana. Ja, ein bisschen Leben. Und, boah. Sehr intensiv. Einfach mit den Effekten auch. Das sieht so krass aus. Hier auch alles verändert worden. Aber immer das Layout, wo du hin musst, ist gleich geblieben. Ich finde es ein bisschen langweilig. Also man sieht halt Neues, aber es fühlt sich immer noch alt an. Hätten sie ein bisschen mehr machen sollen. Wirklich neue Wege und so. Ich glaube, sie haben einfach mega Zeitdruck gehabt. Sie haben etwas für ein Jahr innerhalb von 7 Monaten entwickelt und sind dann mit der Kampagne gar nicht nachgekommen und so weiter. Ist ein bisschen schief gelaufen, weil viele Fans enttäuscht sind von vielen. Kann ich verstehen, ja. Aber es ist eine kleine Entwicklung, man sollte nicht so böse zu ihm sein. Weil eigentlich ist das wirklich viel besser schon. Es hat ja überall Bugs gehabt, Probleme gemacht und so. Performance war schlecht und das haben sie scheinbar, außer ganz am Anfang in Akt 1, eigentlich gut behoben. Also jetzt habe ich keine Probleme mehr. Aber ich habe ja da, genau weiß ich es nicht mehr, 1 Runde gemacht. Ambient Lightning oder so etwas und das kostet sehr viel. Welchen Power? Vor allem für die RAM. Und die ist ja bei mir ziemlich schlecht mit 16 GB. Dafür ist die VRAM ja so mega gut und wenn dein Spiel nicht drauf basiert, dann habe ich einfach Performance-Probleme. Also nicht Performance-Probleme, sondern Hitze-Probleme. Und da bin ich glücklich, weil viele haben in Last Epoch extremste Lags. Weil sie halt einfach nicht wissen, dass sie manche Sachen halt nur auf sehr hoch stellen sollen oder so. Es machen zwar vielleicht eventuell, aber dennoch irgendwie noch Probleme haben. Jo, also einfach sehr intensiv auf die RAM geht scheinbar. Das wissen auch nicht so viele. Hier unten übrigens gehe ich nicht mehr hin. Da gibt es ganz viele von diesen blöden Cleric-Ersätzchen. Ich den Namen jetzt auch nicht auswendig weiß. Ja, diese großen, fetten Gegner, die andere Gegner anlocken. Und diese Höllenskorpione sehen jetzt saugeil aus mit diesem Stab. Das muss ich einfach sagen. Absolut geil. So. Ah, da ist noch ein Golem, scheinbar. Wo kommt der denn her? Hat irgendwie ein Zeichen, ist ein Fluch gewesen von uns. Ja, der ktonische, nein, der ktonische Spalt, der macht auch einen Fluch. Ob's der ist, weiß ich nicht genau. So, also wir haben 2 Skillpunkte bekommen durch die Quest. Auf die Kiste natürlich durchsuchen. Und dadurch, jetzt muss ich kurz schauen. Es ist der unten, der 5 Punkte kriegt. Also wahrscheinlich der Richtige. Ich mache mal einen oben und einen unten. Habe ich nur einen Skill bekommen? Okay. Ah ja, da kann man immer gegen. Das haben sie ein bisschen blöde gemacht am Weg. Naja, kann mal passieren. Also hier haben wir. Ich glaube, ich brauche hier Schaden, Tiefschaden gegen Fluch. Ich möchte aber kurz sehen. Da oben. Genau das wollte ich unbedingt. Also müssen wir hier einen Punkt rein tun. Sind wir schneller, sehr gut. Und hier ist ja Ding und dann müssen wir hier hoch noch. Ich glaube 4 Punkte. Ja? Nur mal sicher. Nur 2 Punkte und hier 2 Punkte noch rein. Bei Tötung, nee, noch nicht. Okay, dann wissen wir, wie weit es geht. So, und ja, morgen Abend hoffentlich reicht es noch zum Livestream. Ich möchte auch gerne mal am Morgen Livestream. Vielleicht kommt morgen noch ein Livestream am Morgen. Aber ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Und ich muss jetzt zuerst auch mal noch ein bisschen auf Twitch aktiver werden. Freitag geht's sicher.
Ich bin ja gewechselt, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich wechsle doch wieder auf YouTube. Ich habe zwar auch nicht hier in Last Epoch gut Zuschauer, aber ich bin eher der Videomacher und habe da gute Suche. Wenn die Leute halt keine Livestreams schauen können oder wollen, dann kann ich kaum etwas dafür. Dann mache ich einfach auch nicht. Weil ja, sonst muss man ja nicht Livestreamen, keine Zuschauer. Und wenn ihr wieder wollt, dann könnt ihr es sagen. Aber jetzt momentan sieht es eher so nach aus, dass ich wirklich viele Livestreams mache. Da das Spiel auch viel mehr Arbeit, also Spielzeit braucht. Man nicht die ganze Zeit nur Videos machen und nie vorwärts kommen. Ja, und eventuell mache ich jetzt doch noch ein Falconier ohne Solo Self. Das ist einfach für mich nicht tragbar oder es geht viel zu lange. Zweimal irgendwie, ja, auch, ja, das Lager zu füllen und so, ist mir doch ein bisschen zuwider. Ich bin eben ein Solo-Self-Fan, aber möchte doch irgendwie mehr. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nehme. Castgeschwindigkeit. Mehr Schaden und Castgeschwindigkeit ist gut genug. So. Also, hier haben wir auch null Probleme. Die Gegner kommen auch nicht zu uns, das hat keinen Schaden. Und, ja, ich finde die Spells langsam echt stark. Planktonischer Rift, Spalt, genau. Bis ich das nur ein bisschen merken kann. Ist halt schon stark, wenn der Riss auch die Gegner. Ja, es gibt auch, auch dort wahrscheinlich. Je nachdem, welcher Gegner es ist. Doch nicht ganz so viel Schaden auf einmal. Aber. Komm ein bisschen mehr in den Riss, genau. Dankeschön. Schaden über Zeit, körperlicher Schaden. Körperlicher Schaden ist halt einfach physischer Schaden, denke ich mal. Fluch macht physischen Schaden, Blutorb macht physischen Schaden, Blut entreißen. Und ja, können wir noch gebrauchen. Wenn wir eher doch Schaden machen müssen. So, Blut entreißen, okay. Oh, der macht viel Blutschaden. Gut noch reagiert, genug früh. Also Intelligenz, Blut entreißen, kann ich jetzt noch nicht nutzen. Nee, also ich nehme ihn mit. So, also jetzt haben wir Geistesfrequenz und dann müssen wir hier oben noch machen, aber die Mana-Kosten sind viel zu hoch sonst, dann müssen wir noch warten. Genau, jetzt hier unten. Jetzt kommt auch der Drache. Also für mich ist das irgendwie so Hanging Souls, also dass es ein bisschen mörserhaft ist. Ziemlich geil. Ach schon, okay. Dann leider sehr gesprungen. Dumm gespeiert. Und der Chaos kann nicht. Also ich freue mich extrem auf Endgame, weil ja, es ist wie geschrieben, die Beats sind ein bisschen zu OP und ich möchte das gerne sehen. Also ich möchte gerne doch ein bisschen weiterkommen als vor dem Patch 1.0. Ist halt auch ein bisschen schwer, oder? Wenn man nur Videos macht und spielt, kaum irgendwie grinden kann oder so. Weil die Videos werden nicht so gut geschaut in letzter Zeit. Spieler, also die meisten schauen wegen einem Bild, den sie nachschauen können, dann hören sie auf mein Video. Es ist halt nicht mehr so die Zeit, Let's Plays wirklich vollwertig anzuschauen. Es ist aber bei jedem so, also auch die Großen haben nicht ganz so lange Zuschauer. Weil YouTube auch immer wie schneller geht oder immer wie mehr kurze Videos erscheinen und so Sachen. Es liegt einfach daran, dass nicht mehr viele YouTube auf dem PC anschauen oder Zeit haben am PC. Geht halt schon stark zurück, aber
Ja, kann ich nichts machen, also weil Gaming wird halt nicht mehr so gerne zugeschaut. Bin ja auch in Arbeit, wieder Vlogs zu machen. Aber damals war es einfach zu heiß für die Kamera noch schnell. Und ja, dann konnte ich eigentlich nicht mehr so weitermachen. Weil die GoPro, die neue, extrem schnell überhitzt oder auch Eis wird von der Ding, also von der Sonne vor allem. Bin aber dran, eine gute Kamera, die hitzeresistent ist, zu kaufen. Ich weiß noch nicht welche. Von Sony irgendwo. Und dann habe ich auch einen Kameramann oder Kamerafrau eher. Ja, und dann mache ich vielleicht ein bisschen Vlogs. Vielleicht über Gaming-Sachen auch. Also, ja, es gibt halt nicht viele Gaming-Sachen außerhalb vom Internet. Irgendwas, was euch vielleicht auch interessiert oder anderen dann interessiert. Weil ich ja meistens am Fußballspielen bin und so, kann ich dann einfach die Videos machen und dann noch hochladen, ohne dass es irgendwie Let's Plays stört oder sowas. Aber das ist ein Großteil meines Lebens, wo ich sonst einfach verpasse. So, hier in diesem Gebiet hat sich optisch ein bisschen verändert, aber sonst leider auch nichts. Also zum Beispiel der Baum ist gleich neu. Und da ist wieder dieser Satz. Leeren Prophet heißen sie. Habe ich natürlich nie geschaut, also nie gelesen. Wer schaut, wie die Gegner heißen? In diesem Kampfgetümmel kann man auch nichts lesen. Vor allem auch die Schadenszahlen sind viel zu schnell wieder weg. Sie sind zu groß und zu schnell weg, oder? Man kann sie einfach nicht lesen. Du brauchst einfach zu lange zum Lesen bei so großen Zahlen. Oh, da ist noch ein Schwein. Ich find's so geil. Es erinnert mich ein bisschen an Freeze Pulse oder so, also an Skills, die viel critten oder einfrieren und so, aus Pass Effects, wo man einfach so ein bisschen nebenbei weiterlaufen kann und so. Ziemlich OP. Aber ich mag's eben, also, jo. Ich will ja euch auch gute Builds zeigen. Also es kommt bei anderen Livestream und Let's Player besser an, wenn man übermächtig stark ist. Aber wenn ihr irgendwas sehen wollt, wie ich krampfe, ich habe einfach zu wenig Zeit, ich kann jetzt nicht umherkrampfen. Und sonst schaut ihr noch weniger lange zu und so. Lieber ein bisschen durchweichen. Also vor allem in der Kampagne dann. Im Endgame kann ich schon natürlich sehr schwer haben. Habe ich sie auch meistens gehabt. Und da habe ich auch mehr Zuschauer bekommen. Jetzt ist natürlich das Highlight die erste Folge von 1.0. Über 1050 Zuschauer. Und ja, Dankeschön dafür für alle, die das Video geschaut haben und mich ein bisschen supporten, da ich eben sonst eigentlich nie Werbung mache. Manchmal kurz sage, ja, das kommt gut an oder Dankeschön und so, aber nie sagen, schau dieses Video an oder like dieses Video. Da bin ich leider der Falsche. Also wenn ihr das wollt, dann geht halt zu den Großen, die ganze Zeit das sagen, wenn sie euch nicht nerven. Und sonst geht lieber zu den Kleinen, die können es besser, ohne die ganze Zeit zu nerven. Und ich werde es auch nie machen. Also ich muss meinen Kanal nicht so pushen lassen wie andere. Das geht mir nichts an. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch relativ klein noch. Weil die Zuschauer meinen, ja, da muss ich den nicht mehr schauen, weil er nicht mehr sagt, like mich bitte. Welche Ironie, weißt du. Aber die Menschen machen sich selber kaputt, leider, mit Werbung schauen, Produkte kaufen, mit ja, ganz großen Livestream und Let's Player anschauen und so. Die machen sich kaputt. Weil, ja, besser werden die nie mehr. Das ist der Unterschied zwischen einem, der 10.000 Abonnenten hat und einer, der 20 Millionen oder so hat, ist marginal, ist gar nicht existent. Weil irgendwann kannst du dich nicht mehr verbessern und schaust du lieber kleinere. Können es wenigstens noch.
Und ich bin auch froh, dass ich natürlich nicht so viele Zuschauer habe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel der Livestream hat auf YouTube, dann ist das automatisch ein Video oder eine Aufzeichnung und dann wird geflamed. Dann schreiben die Leute so, ja, der Server sei nicht so gut wie ihrer, oder? Und so Sachen, also sehr, sehr neidisches Publikum, ganz neidisch. Sehen einen neuen Server und machen ihn runter, weil er noch nicht fertig ist. Und ja, das sind 12-Jährige. Ich glaube nicht, dass das Ältere sind. Und die haben natürlich mit Rollenspielserver nichts am Hut, sollten nichts am Hut haben. Machen es aber trotzdem und tun dann andere Let's Player und so kaputt. Das heißt, die haben kaputt, ne? Ja, Hauptsache, sie können irgendwas austeilen. Oh, der Server sei 0815, hat jemand geschrieben. Und ja, vielleicht stimmt es ja noch, aber es ist so früh dran. Und trotzdem können die Leute sich nicht verhalten. Also diese Handschuhe spawnen schon immer viel zu viele. Ich weiß nicht, bei jedem Charakter finde ich die mindestens einmal. Das ist halt eine Kampagne. Und dann irgendwie nicht mehr so viel. Diese Handschuhe droppen eigentlich immer so in Akt 3 und 4 viel zu häufig. Manchmal sogar in Akt 1 ganz am Anfang, aber eher seltener. Oder auch dieses schwarze oder braune Buch da, wo ich T4 hatte. Also habe immer noch. Mit dem alten Charakter vor 1.0. Wir spielen ja Zyklus und ich bin froh, dass ich jetzt alles wieder neu finden kann. Wirklich wieder das erste Mal finden kann, sozusagen. Und die Handschuhe, ich glaube, die sind sogar zum zweiten Mal jetzt gedruckt. Wir können ja dann in der Kiste mal schauen. Aber ich habe viele Items übrigens noch bei den anderen Charakteren. Weil ich die einfach nicht ins Lager tue. Dass ich halt einfach zwischendurch mal spiele und dann kurz Pause mache. Und dann alle Items eigentlich noch im Inventar belasse. Also heute Morgen hatte ich kurz Zeit, um eben diesen heilende Hände Paladin zu spielen. Und ich bin erst wirklich erschrocken, wie schnell das geht. Also das ist ein Spell, der sehr langsam ist. Aber wenn er den Gegner trifft, ist der Gegner eigentlich ziemlich schnell besiegt. Da der Brandschaden sehr hoch ist und Rife halt auch noch viel Schaden macht. Das ist ein Skill. Man denkt so, heilende Hände, das muss ja nur heilen. Aber es macht alles Heilung an dem Gegner als Feuerschaden. Ich finde der Kessel mega geil gemacht. Also, dieser Aufwand oder diese Animation. Und hier ist scheinbar immer eine Kiste jetzt. Die war sehr selten hier. Also ein Viertel oder so. War die hier. Und jetzt ist sie immer hier scheinbar. Ich habe sie jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ja. Das ist jetzt bei beiden Malen hier. Sollten wir öffnen, wie sie. Der Loot ist Aul, heißt sie. Und ist seit dem September, 9. September, Patch drin. Oder 7. September, weiß ich nicht mehr so genau. Und einfach viel zu selten gewesen und jetzt haben sie ihn hier auch festgemacht. Schön, schön. Also hier haben wir gesagt, hier oben ist der Bereich. Chance auf erweitert im Bereich 13%. Für 160%, okay. Gut, dann, ich denke, das Schild brauchen wir eben nicht, weil es noch nicht tötet, der Fluch. Der macht einfach viel zu wenig Schaden. Oh, ich dachte, ich wäre in den Kessel. Ich habe gerade Angst gehabt, ich würde irgendwie Schaden bekommen. Lieber nicht dorthin casten. Vor allem nicht mit Transplant, wo schon Schaden macht. Und jetzt müssen wir kurz mal noch den Wächter besiegen. Wächterstatue. Aber, ja, kann ich immer noch hin. Schön. Also dieser Riester-Teile ist ziemlich geil. Ja, sehr schnell. Übrigens haben die Bosse viel mehr Schaden, oder?
Viel mehr Leben vor allem auch. Es macht mehr Spaß, gegen sie zu kämpfen. Dass sie endlich mal ein bisschen stärker sind. Was möge Aethera mit euch? Ah, der hat dir vergeben. Oh je. Ja, der Wächter sagt so, wir würden jetzt Stress haben, aber wir haben keinen Stress. Weiß nicht, also unser, ich glaube, der Wächter weiß gar nicht, dass er korrumpiert wurde. Der wurde irgendwie korrumpiert. Er merkt einfach nichts, dass das ganze Tempel überfallen wurde. Bin übrigens ein bisschen amüsiert vom, ja, wie die einfach die Gegner mega cheaten können, oder? Also, ich weiß nicht, ob im Real Life jemals ein Böser so einfach irgendwo reinplatzen kann, ohne dass die Wächter eine Chance hätten oder so. Die würden eigentlich kaum gehen. Mit fester Übermacht. Aber in einem Spiel immer so schnell. Die Bösen können einfach viel, viel mehr cheaten als die Guten. Und wir müssen dann aufräumen, weil die Guten nicht cheaten dürfen. Ja, ja. Immer schön cheaten. Böse müssen immer cheaten. Sonst sind sie nicht gut genug. Es geht halt immer um Macht und um Verlangen, was mit den Bösen geht. Also solange man nicht gut ist, ist man eigentlich überfordert. Jetzt ist er ein guter Böse, der kann eigentlich nicht viel machen. Das erinnert mich an den Rammstein-Song Anita Fristen. Das ist auch so ein bisschen darum geht, oder dass man sich zusammenschließt, das Böse, weil man sonst keine Chance hat. Sich eigentlich ja, schlecht fühlt, oder? Trotzdem irgendwie Motivation kriegen muss. Aber den Menschen muss es doch nicht schlecht gehen. Es ist meistens die Politik oder einfach auch der Mensch, der alles falsch macht, dass er schlecht, dass es ihm schlecht geht. Oder man leidet halt von Schlechten. Ja, manche können es auch nichts dafür, klar. Aber zum Beispiel mir, ich muss einfach nicht viel Geld ausgeben, wenn ich halt nicht viel Geld habe. Jetzt momentan habe ich echt nicht viel Geld. Da ich durch die Krankheit auch einen Beistand. Was bringt dir das, hä? Naja, das bringt viel. Geil. Dass ich vom Beistand, den ich wegen meiner Krankheit, meiner Nervenkrankheit brauche, gerade nichts erwarten kann. Also wenn eine Arbeit so faul gegenüber einem ist, dann weiß ich nicht, ob der Beruf überhaupt noch existieren kann, das Beistand arbeiten. Zum Beispiel können das auch Familienmitglieder übernehmen. Nur ich habe halt keines, das so etwas übernehmen will. Und jo, selber mit der Konzentration möchte ich jetzt auch nicht alles ausfüllen lassen. Also selber ausfüllen. Jo, man hat halt sehr viel körperliche Ablenkung, nervliche Ablenkung. Und ich muss den Körper benutzen. Also fest benutzen, zum Beispiel Sport machen, damit ich überhaupt genug Konzentration finde für die Gedanken, vor allem für die Hintergrundgedanken, weil die extremst ausgeprägt sind. Also ich tue ungefähr 5-mal denken im Hintergrund. Im Vordergrund nicht, aber so zum Beispiel Namen merken oder Zahlen oder so, das ist sehr schwer für mich. Ich habe jetzt auch so einen Test gemacht, ob ich irgendwie Autismus-Spektrum-Störungen habe. Also Asperger oder so, stimmt überhaupt nicht. Also fast alle Fragen wurden mit Nein beantwortet. Und die Fragen, die mit Ja beantwortet müssen, damit man gesund ist, die habe ich mit Ja. Es ist ganz unfair gewesen. So,
4 von 5. Dann machen wir doch mal hier. Wegen Feuerschaden. Weil die Frequenz. Ja, die habe ich ja jetzt zweimal gepusht. Das reicht mal. So, jetzt kommen die Krabbelviecher. Jo, sie sind noch nicht schnell genug, merke ich gerade, aber lieber ein bisschen mehr Feuerschaden und so. Ein bisschen mehr weit. Schaden müsst ihr bei den Skis einfach realisieren. Es ist. Also zum Beispiel bei Rife. Du machst einfach nicht genügend Schaden, obwohl es ein Nahkampf ist. Solltest du genügend Schaden machen können. Oder genau bei Hinrichtung, also bei Smite. Oder Richterurteil heißt es, ja, wenn ihr so wollt. Ich glaube, Richterurteil heißt es. Und dort gehst du oben rechts auf Blitz und du machst zu wenig Schaden. Du machst zwar mehr AOE, aber der Schaden stimmt überhaupt nicht. Also gehst du am besten nur nach rechts, oder? Ah, oben rechts, nicht oben links, sorry. Und du gehst nach rechts, nur geradeaus rechts. Und du machst schon tausendmal mehr Schaden. Also ein bisschen abwesten. Weniger schnell AOE wollen, mehrere Gegner treffen und so. Das geht hier schon viel besser. Aber Schaden ist bei den Skis eigentlich immer zu priorisieren. Und irgendwann dann irgendwelche Features, wie zum Beispiel mehr AOE, lohnt sich viel mehr. Jo, man muss nur wissen, wie man skillt, oder? Und das sagen die Builds eigentlich nie. Die sagen nur, was du am Schluss geskillt haben musst. Aber was du gerade am Anfang nehmen willst, das ist immer ein Rätsel. Ja, das sollte natürlich noch verbessert werden. Zum Beispiel bei Pass of Building von Pass of Exile, also so ein Third-Programm, wird angezeigt manchmal vom Bild, um welches Level, ja, wie geskillt wird und so. Das wird leider, ja, vielleicht in Max-Roll gemacht, aber in Master Doctor ist zum Beispiel nicht sehr offiziell ist und ja, auch sehr viel Serverprobleme hatte und so. Das ist ein bisschen schade, oder? Dass man am Anfang keine Gates hat. Dort. Weil die ganzen Server überlastet sind immer ständig. Die werden wahrscheinlich wieder spielen auf dem gleichen Server. Ständig. Gedruckt. Erstellt, oder? So, also. Dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Dankeschön fürs Zusehen und ja, einen schönen Tag noch. Tschüss!